Hallo und willkommen zurück zu Timberborn. So wundervolle Dinge warten auf uns, so wie immer. Welche das sind, weiß ich zwar noch nicht, aber ich weiß, dass sie wundervoll werden. Gut, hier ist auf jeden Fall ein Ding. Das müssen wir irgendwie jetzt hinbekommen, dass die das hier bauen. Was davon haben sie gebaut und was nicht? Das da oben ist auch schon gebaut, das ist ja wunderbar. So, eine Windmühle hätte ich natürlich gern, dass die das hier irgendwie so stapeln. Dafür bauen wir einmal an. In der einzigen Form, die ich kenne. Wir können natürlich auch hier kleine Plattformen verwenden. Ist eigentlich scheißegal. Wäre vielleicht auch besser. Wer weiß das schon. So, das sollen sie erstmal bauen. Dann können wir da ein bisschen Energie rauslassen. Was mir echt Sorgen macht, ist die Wassersituation. Kann auch nicht genau sagen, warum. Doch, ich kann genau sagen, warum. Viele Biber. Unsicher, ob Wasser reicht. Ja. So im Groben. Ich habe in der Zwischenzeit rausgefunden, was die Arbeiter hier machen. Das sind die Typen, die bauen. Tja, hätte man das mal am Anfang gewusst, dann hätte es mit dem Bauen vielleicht ein bisschen besser geklappt. Oder hätte eben gescheiter priorisiert werden können. Naja, wozu kann man dazu lernen als Mensch? Und auch als Biber-Sympathisant. So, hier kann man natürlich theoretisch auch mehrere von diesen Rädern hintereinander tun. Aber generell müssen wir mal schauen, dass wir da ein Strömungssystem irgendwie hinbekommen. Sonst sind die Wasserräder relativ wertlos. So, wir haben 1,6k Wasser. Hier hat es jetzt aufgehört mit dem Wasser. Ja, das ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Ich würde sagen, wir machen hier noch eine Treppe hin. Und dann machen wir zumindest so, dass ein bisschen Wasser nachkommt. Toll. Reicht das jetzt ernsthaft nur noch für eins? Ja. Dann machen wir das mal kurz weg. Durch. So, dann können wir da hoffentlich zwei hinmachen. Es sei denn, ich habe es wieder vercheckt. Sieht so aus, als ob ich das leicht vercheckt hätte. Wir sehen ja jetzt, wie stark das Wasser abnimmt. Je nachdem müssen wir mal ein bisschen Biber woanders hinschicken, wo sie dann elendig verdursten. Da muss man ein paar opfern, damit die Gesamtheit überlebt. Und das ist in 15,7 Tagen auch schon vertrocknet. Das gefällt mir nicht. Kommt der hier noch an Wasser? Nö. Okay. Das heißt, da ist auch Schluss mit Wasser. Den Förster brauchen wir gerade auch nicht. Das heißt, wir müssen den Staudamm auf jeden Fall weiter verlegen. Das soll kein Problem sein. Aber erstmal ist jetzt Problem. So, schön, die bauen Metall ab. Dafür sind sie ja da. Und die machen hier was, außer meine Wasservorräte komplett zunichte. Ja, wir können auch hier natürlich noch Wasser hinbauen. Wasserabnehmer. Ach je. Hoffen wir mal, dass die zwei reichen werden. Wie viel Wasser brauchen die denn genau? Ich würde generell sagen, eine Hütte schalten wir hier aus. Für so viel Biber habe ich noch nicht die Infrastruktur. Ich hoffe dann, wir können noch theoretisch 9 rüberschicken. Migration. Fahren wir 9 Stück und ein ziehen wir wieder ab. So. In der Hoffnung, dass hier 35 Biber überleben können. Hier sieht es mit dem Überleben ein bisschen anders aus. Theoretisch können wir auch hier ins Wasserloch gehen. Müssen wir halt so platzieren, dass wir auch noch rankommen. Gerade so. Aber gerade so. So, eine Treppe natürlich dahin. Und dann pumpt, was das Zeug hält, Jungs. Hier, 4 Arbeiter.
sollen ja gefälligst auch bauen. Zur Not können wir, wie gesagt, auch das Wasser mal wieder da reinleiten. Wird schon irgendwie klappen. Genau, hier braucht man ein zweites Haus. Das ist hoch priorisiert. Zweites Haus. Schöner Wohnen und all das. Macht das jetzt Sinn, das gegenüberzustellen? Ich hätte generell gesagt, ja. Und ja, kann man ja auch so machen. So, und dann kommt hier nochmal eine Treppe hin und da oben entsprechend Pfade. Boah. Ich würde sagen, das passt so. Dann machen wir hier auch noch den Dinger zu. Und zwar Ressourcenverschwendung, aber dann sieht es schön aus. Machen wir da doch einfach noch Treppen hin. So, Altmetall wird abgebaut. Doch, du hast eigentlich Pfade. Ist nur noch nicht gebaut. Okay. Hat da auch mitbekommen, dass er sich völlig zu Unrecht beschwert hat. Ja, 1,4k Wasser, die müssen hier ordentlich ranklotzen. Aber hey, das haben sie gebaut bekommen. Und dann hier mit der schönen Windkraft. Ich mag Windkraft. Auch im Real Life. So. Können wir die kombinieren. So rüber. Okay, brauchen Abstand. Was kostet das? 20 Bretter. Boah, da muss jemand nochmal für arbeiten. Das ist doch dann ein Netzwerk, oder? Ich weiß, ich stelle wieder komische Fragen. So, wenn wir das dann hochleiten, können wir nicht. Zumindest nicht direkt. Ja, ich will halt, dass die noch laufen können. So, dann schauen wir mal, dass wir das hier angeschlossen bekommen. Einmal so. Ecke. Ecke. Keine Ecke. So. Und dann noch irgendwie diesen da. Also da muss dann entsprechend auch eine Ecke hin. Aber erst zum Schluss. Theoretisch können wir natürlich auch eine Treppe hier hin machen. Ein bisschen noch mit Wegen versehen, dass die da irgendwie laufen können. Glaub, dann können wir es direkt planen. Ach, ich hab's pausiert, ich Esel. Das wollte ich doch nicht. So, Energie. Knotenpunkt. Ja. Ja. Das sieht doch halbwegs professionell aus, aber echt nur halbwegs. Vielleicht kriegen sie es trotzdem geschissen. Okay, wir haben noch 1,4k Wasser und 3 Tage sind vergangen. Also denke ich, dass das hier gut gehen wird. 18 Biber finden hier Platz. Und natürlich wäre es geschickter gewesen, nach hinten zu bauen, anstatt nach vorne. Mit den Bäumen. Das heißt, wir reißen diverse Bäumchen wieder raus. Ressourcen für den Abriss markieren. Ja, nur die Ressourcen. Gut, dann machen wir es eben auf der Höhe. Und dann sagt man nochmal Bäume pflanzen, Bäume pflanzen. Nochmal schön die Eichen hier reinsetzen. Oh, da ein kleiner Fehler. Wir brauchen Pfade. Pfade sind die halbe Miete. Zumindest in meiner Welt. So. Sehr schön. Jetzt können wir das irgendwie machen. So, da hinten natürlich muss der Pfad dann auch irgendwie noch rumgehen. Denk aber. Fürs Erste können wir das mal so lassen. So. Hier wird es dann eh ein bisschen frickelig. Dann setzt man da noch eine Eiche hin. Dann ist der Holzfäller aber ein bisschen deplatziert. Mach mal einfach noch einen anderen hier hin. Dann gleicht sich das irgendwie aus. Wäre jetzt mein Vorschlag zur Güte. Gut, das pumpt da echt leer. Und wenn da nichts mehr drin ist, kann man theoretisch ein bisschen Wasser nachlassen, damit sich das nochmal füllt. Ansonsten
hoffen und beten, dass es reicht. Und das ist immer eine valide Strategie, wenn man sonst keine Lösung hat. So, die bauen hier ab. Ich glaube, noch mehr Leute, die Bäume fällen, brauche ich hier nicht. An Rohholz wird es gerade nicht mangeln. Oh, habe ich das einfach freigelassen? Warum denn dies? Baum, Baum, Baum. Einfach nicht gesehen. So. Und hier ist dementsprechend ein anderes Level. Oh, wir haben wieder 1000 Forschungspunkte. Ich hätte natürlich gern diesen richtig, richtig großen Tank. Schaut euch an, wie riesig das Teil ist. Einen können wir direkt neben Stadtzentrum machen, aber nicht hierhin, sondern eher dahin. Obwohl, das könnte Park werden. Müssen wir mal schauen, wo das hinkommt. Einer von den Bottichen ist so viel wert wie vier von diesen mittleren. Also, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Also, der Fritz muss natürlich auch wieder angestellt werden, sonst macht er gar nichts. Ach, wir können es da hinten auch mit Eichen probieren, was soll's. Ja. Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt. Dann ist hier die Frage, eigentlich will ich das hier gerne zudammen, damit das wirklich ein Wasserloch wird. Problem mit Faulwasser haben wir da, weil dann irgendwann ist nur Faulwasser drin. Das müssen wir irgendwie dann gescheit ablassen können, auf irgendeiner Seite. Vielleicht hier unten dann ein Loch graben, abspringen, damit das alles da rausgeleitet werden kann. Ja, das ist bei Faulwasser eben die Gefahr. So, da ist jetzt theoretisch Schicht im Schacht. Ja. Achso, ich kann es hier gar nicht öffnen. Da hätte ich doch die zweite Höhe gebraucht, dass ich das Wasser durchleiten kann. Ja gut, dann bringt es auch nichts mehr. Höhe 0,5, der ist pausiert. Hier steht noch ein bisschen Wasser, das ist ganz gut. Auch wenn wir damit gerade nichts anfangen können. So, die pumpen noch fleißig. Oh, und die bauen auch fleißig. Schaut mal, wie schön das hier annähernd funktioniert. Hab ich da Mist gebaut mit der Vertratung? Dachte, ich wollte das Wasser auch noch drin haben. Gut, Wasser muss ich nicht unbedingt anschließen, wer halt... Hat gerade eh keine Energie. Da fließt ja auch nichts. Nachfrage im Netzwerk. Nachfrage im Netzwerk ist eigentlich schon da. Ja, zumindest sobald ich die anschließe. Sollen sie mal den Rest bauen und dann sehen wir. Uhi. Okay. Nur das wird trockengelegt. Da haben wir noch ein bisschen Wasserreserven. 1,3k. Das wird reichen. So wie die letzten Tage gelaufen sind, wird das reichen. Höchstens, dass wir hier nachbestellen müssen. Ich glaube, das wird nicht geliefert. Doch, wird geliefert. Na gut. Dann haben wir in der Theorie gar kein Problem. Das Metall müssen wir natürlich auch abbauen. Dafür einen Metallfritzen, bitte. Metall, Metall, Metall. Ach, der Popfilter stört mich immer noch. So, Eckmetall. Ja, ist doch schön platziert. Und da hat er direkt was zu tun. Ganz schön viel sogar. Gut, kann meinetwegen damit anfangen. Das stört uns ja nicht weiter. Wir werden nur ein größeres Lager für Altmetall irgendwann brauchen. Okay. Oh, jetzt anscheinend noch nicht. Karotten, gut. Felder, bisschen verdörrt. Schade. Sie fast trockengelegt, das ist sehr gut. Jetzt wird da auf jeden Fall kein Faulwasser mehr aus Versehen reinschwappen.
Das heißt, einmal noch trockenlegen, dann soll's hoffentlich jetzt endgültig passen. Aber wer weiß es schon. Ich habe verrückte Ideen manchmal. Und die stürzen uns teilweise ins Chaos. So, dann haben wir hier mechanische Flüssigkeitspumpe, brauche ich noch nicht. Faulwasserförderanlage. Ich hätte tatsächlich gern dieses, nicht die Zentrifuge. Ableiter, weiß ich auch nicht, was das wirklich macht. Außer ja, Wasser ableiten. Wovon? Wie? Faulwassersiel. Okay, braucht 2000. Das habe ich noch nicht. Beschäftigt Zapfer, die Saft und Sirup von Bäumen sammeln. Ich glaube, wir brauchen Harz. Wir brauchen auch die Holzwerkstatt. Das heißt, das schalten wir auf jeden Fall frei. Und dann brauchen wir passende Bäume. Also Ahorn. Geben Ahornsirup. Gibt's Ahornsirup? Schauen wir mal nach. Es, ja, Ahornsirup. Gegenmittel, Biokraftstoff, Extrakt, Katalysator und Faulwasser. Ich dachte, es gäbe auch Kiefernharz oder sowas. Oder ist das Extrakt? Kann eigentlich nicht sein. Komisch. Wo kriegt man denn unser Harz her? Ein Glück pumpen die Pumpen noch. Also. Ja. Ein Fass mehr oder so schadet auch nicht. Vor allem, ich meine, wenn sie dann gefüllt sind, wäre ja auch gut. Das können sie dementsprechend gerade noch nicht bauen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann schauen wir mal, dass wir hier Leute zum Arbeiten motivieren. 0 PS. Nachfrage im Netzwerk, Energieleistung 106 und 106. Das ist doch gut. Das heißt, wenn die laufen, können wir die auf jeden Fall zum Produzieren bewegen. Wenn auch nicht dann komplett effizient. Wäre eine Frage. Also hier haben wir noch ein bisschen Platz, aber wird es tatsächlich auch gern ein bisschen ausbauen. Wieso haben wir hier immer noch? Okay, wir haben hier 34 Biber. Das passt. Und hier haben wir 18 Stück. Wasser wird weniger, aber generell sollte es noch reichen. Oh je. Jetzt vertrocknet hier alles. Jetzt müssen wir von unseren Karottenvorräten leben. Glaubt, das ist erstmal kein Problem. So, als nächstes, was wollen wir denn erforschen? Generell die Holzwerkstatt, die brauchen wir. Und jetzt haben wir eine Dynamitfabrik. Müsste man eigentlich schon haben. Hier werden Sprengstoffe aus Faulwasser hergestellt. Das ging früher ganz anders. Da gab es ja noch gar kein Faulwasser. Hat man irgendwie Papier gebraucht. Dann muss ich ja mit Faulwasser irgendwas machen. Flüssigkeitsableiter. Ich brauche nur eine Faulwasserpumpe wahrscheinlich. Ja. Freischalten. Nicht genügend, okay. Dann müssen die erstmal forschen. Die Sternwarte hätte ich natürlich auch gern. Ich weiß aber nicht so wirklich, was da für neues Wissen auf uns zukommt, wenn überhaupt. Glaubt, das ist unten der komplette Forschungstree. Meiner Meinung nach könnte er noch deutlich üppiger werden. Aber ist eigentlich egal. Anschlagspfahl. Was können wir denn da anschlagen? Für bekannt machen. Eine Bank, Hängematte. Hängematte hätte ich jetzt auch gern auf dem Balkon. So richtig schönes Wetter dafür. Aber ich zock auch gern bei so einem Wetter. So, die leisten keine Energie. Das ist schade und ich glaube, jetzt können wir die Arbeitszeiten wieder auf 16 Stunden reduzieren. Bringt ja nichts, wenn die sich hier kaputt arbeiten. Oh, Wasser. Wasser. Ich würde hier noch eine Treppe runterbauen. Und dann eventuell 9. Hier so rüber, da dran vorbei. Und ausnahmsweise hier noch eins hinsetzen.
weil wir haben... Jetzt wird's weniger. Wenn so gar nichts nachgepumpt wird, ist anscheinend nicht so ideal. So, der hat zumindest hier noch ein bisschen was zu tun. Befürchtung ist, dass es ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Aber besser als gar kein Tropfen. Selbst wenn es 100 am Tag sind, komm mal in eine Zeit des Durstens rein. So, wir sagen hier Verteilung verwalten, kein Wasser mehr liefern. Die Hauptkolonie braucht die 600 Wasser. Okay, jetzt ist da auch ausgetrocknet. Schade, Marmelade. Boah, dann hoffen wir mal, dass die Dürre schnell genug vergeht, dass wir echt nicht lang auf dem Trockenen sitzen. Ich glaube, so maximal 2 Tage halten es die meisten aus. Und dann verdorren die selber. Ansonsten müssen wir notfallmäßig hier noch was rausholen, aber das wird ein Act. Ob die das rechtzeitig schaffen, wage ich zu bezweifeln. Ah, danach füllen wir das in üppiger Form. Was braucht man eigentlich für Metallverarbeitung? 300 Forschung, schmilzt Schrott ein und wandelt ihn in Metallblöcke um. Das wäre doch auch relativ hilfreich. Und braucht 200 PS, das schafft man. Die bringen wir irgendwie auf. So, kurz Orientierung verloren. So rum gehört es. So, dann hier mit dem Wind. Ja. Mein Bretterproduktion nimmt zu. Das ist ja schon mal schön. Vielleicht braucht man auch einfach... Wir haben so viel Arbeitskräfte. Holen wir einfach 10 Räder. Wo einfach lieber für 50 PS sorgen. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Na gut. Dann Zahnräder. Zahnräder. Vielleicht hier nehmen wir es mal irgendwo auch abschrüpfen. Theoretisch können wir von da oben vielleicht was nehmen. Boah, ist alles nicht so einfach. Ist hier auch nur eine Zwischenlösung, bis wir hier gescheite Areale haben, aber irgendwie müssen wir es hier machen. So leicht versetzt wäre das natürlich auch eine Option. Sieht halt komplett scheiße aus. Und von den Dingern sollte man generell auch eher 2 haben. Na, warten wir nochmal mit dem Platzieren. Vielleicht macht es tatsächlich mehr Sinn, das erstmal hier zu machen. 120 PS. Ja, dann vielleicht tatsächlich hier mit dem Windrad. Oder hier mit dem Windrad. Das sollte auf jeden Fall gehen. Machen wir es mal auf die gleiche Höhe wie das. Einen Wegpunkt. Einmal Energie in Form von Darmwinden. Ne, am besten keine Darmwinde. So. Dann Nummer 1. Habe ich nicht ein kurzes? Ich will das direkt hochleiten. Ach, scheiße. Dann müssen wir das ganz nach vorne setzen. Hatte ich nicht bedacht. Dass die ja länger sind als erwartet. So. Dann natürlich hier wieder so ein Brücken-Plattform-Element. Und dann können wir es da runterleiten. In der Hoffnung, dass... Oh, das sieht ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Schafft ein so ein Ding 120, wenn es läuft, ja, oder? Energieleistung 98. Ja, das reicht noch nicht. Ein zweites kann ich nicht direkt daneben bauen. Müsste mal hier aufschütten und dann wieder komplex verbinden. Vielleicht können wir ja hier noch ein
Laufrad dazwischen schalten. Gut. Es wird eine Punktlandung mit dem Wasser. Bei denen eventuell nicht, aber müssen halt sehen, wo sie bleiben. Den machen wir gleich an. Wenn Wasser nachkommt, wird der dringend benötigt. In der Zwischenzeit können wir hier schon planen, dass wir ein zweites Wasserwerk hinmachen. Also, ach, sollen sie alles auffüllen. An Holz mangelt es jetzt nun wirklich nicht mehr. Und sieh mal einer an, die Musterung ist hier scheiße. Also verschieden. Da geht's nach unten, da geht's nach links. Ja, ist halt jetzt so. Wird ja eh nur temporär sein, bis wir die Landaufschüttung haben. Kommen wir damit schon zurecht. So, der darf komplett aufhören zu arbeiten. Das bringt gar nichts mehr. Ansonsten, wo kommt denn so ein großer Wassertank hin, wenn wir ihn denn mal bauen können? Hier will ich den Kanal haben. Was immer noch so eine Sache ist, ob das wirklich so sinnvoll ist. Ich bleib erstmal bei ja. Gleich hier hinten wird aber blockiert. Und generell hätte ich das gern in der Nähe der Pumpen. Ja, das mit den Pumpen ist auch noch so eine komische Sache. Naja. So, da ist alles verdorrt. Die gehen in 7 Tagen ein. Das ist auch nicht sehr ideal. Hier haben wir gar kein Wasser mehr. Jetzt haben wir gar kein Wasser mehr. Das für 2,3 Tage. Na gut. Dann ausnahmsweise importieren wir wieder Wasser. Ich denke, das reicht insgesamt. Wir haben noch ein ganzes Fass. Und nicht mehr viel Sonstiges. Oh. Hey, das trocknet ja auch endlich mal aus. So lang also schon die Dürre. Glaubt, es war bis jetzt mitunter die längste tatsächlich. So, in 10 Tagen gehen die ein. Aber in 2 Tagen haben wir wieder frisches Wasser. Und dann dürfen alle pumpen, die pumpen wollen. Ne, zumindest die 5 müssen. So, währenddessen können wir hier die Pfade abreißen. Auf jeden Fall. Das da auch. Das Wasserfass würde ich da hinten wegnehmen. Und entsprechend eventuell da nochmal hinklatschen. Ungefähr so. Das kriegen sie, glaube ich, auch so hin. Und ach so, wegen dem Teil machen die Pumpen hier wenig Sinn. Ja, gut. Also, auf jeden Fall noch 1-2 Fässer hier hin, damit wir es immer ganz sicher schaffen. Weil das war jetzt schon ein bisschen arg knapp. Und noch ist kein neues Wasser nachgekommen. Aber in einem halben Tag. So, das Wasser muss euch jetzt wirklich reißen. Verteilung verwalten. Stopp. Kein Import mehr. Müsst halt einen Tag dursten oder so. Das ist noch gerade so verschmerzbar. Ansonsten Faulwasserpumpe erforschen, unbedingt. Da hinten haben wir genügend Faulwasser, das ist nicht das Problem. So, wie läuft's eigentlich hier mit... Ah, läuft. Mit wie viel PS, wo sehe ich das? Produktivität 96%. Das ist gut genug, alles ab 70%. Bin ich voll dafür. Oh nein, der ist krank. Habe ich keine Krankenbetten mehr? Nee, ich habe die ja ausrangiert. Zahnschleifstein, Krankenbett. Ja, in der Mangelung an guten Orten machen wir es an schlechte Orte. Dann braucht man noch einen Zahnschleifstein. Braucht man ja auch erstmal nur einmal. So. Dann ist da oben das mal irgendwie ein Glück. Da oben irgendwie versammelt.
Und jetzt her mit dem kühlen Nass. Hallo? Wasser? Wieso kommt da noch nichts? Ah, hat sich ein bisschen länger Zeit gelassen. 100 Wasser haben wir noch. Wassermarsch. Aber mit Hochdruck jetzt. Es kommt. Ui, ganz schön trocken. Also, das kommt an. Das kommt an. Das kommt an. Das und das. Dann nochmal nicht das Element, sondern die hier. Ja, ist jetzt nicht schön. Ist halt, was es ist. Könnt ihr das noch bauen irgendwie? Und wo bleibt das Wasser? Da kommt's hier. Da kommt's ja. Ja, dann fleißig pumpen, würde ich sagen. So, Arbeitszeiten 20 Stunden wieder, hauptsächlich für die Wasserfritzen. Der kann auch zwei tief? Okay. Hätten wir mal einstellen sollen da. Oh nein, hier ist es noch nicht hoch genug. Los jetzt! Und der See ist trocken, das heißt, das kann man auch öffnen. Ah, schön. Ein Wasserreservoir, wie es sein soll. Und Karotten sind auch beinahe verdörrt. Ah, die haben noch mit Abstand am besten gereicht. Glaub, da mache ich mir erstmal keine Sorgen. Wie sieht's aus mit euren Deichprojekten hier? Würde sagen, ganz okay. Würde sagen, ganz okay. So, Wasserfass, Wasserfass, Wasserfass. Oh, Faulwasserflut. Faulwasserflut in 3 Tagen. Ich wollte doch erstmal meine Speicher füllen. Habt ihr alle Durst oder Hunger? Ja, Essen gibt's eigentlich genug. Achso, hier habe ich das zweite noch nicht gebaut. Da habe ich unten nur drauf vorbereitet. Das war auch dämlich. Na, vielleicht braucht man hier 3. Dann wäre die Leiter von der anderen Richtung besser gewesen. Ach, scheiße. Wie man's macht. Na gut, das können wir theoretisch da wegnehmen. Nee, das war das Falsche. E-mal, zweimal. Okay, wieso konnte ich es da nicht? Achso. Wir brauchten leider gerade den Abstand hier. Sollen sie halt das auch noch kurz deichen. So. Und dann können wir hier die Brückenelemente bauen. Dann machen wir hier eine Leiter hin. Treppe meine ich natürlich. Treppe und Leiter sind so Worte, die ich gerne als Synonym verwende, obwohl es nicht wirklich Sinn macht. Obwohl beides führt irgendwie nach oben. Was soll's? Oh Gott. Pumpt, Leute. Pumpt um euer Leben. Das ist mein Ernst. Vielleicht machen wir hier noch ein paar Pumpjobs. Einer. Scheiße. Dann. Nee. Das dauert zu lang. Machen wir das hier weg. Auf jeden Fall. Und nochmal kräftig pumpen, Jungs. So. Nie zu früh Sachen abreißen. Vor allem hatte ich die Hoffnung, dass wir ein bisschen länger haben als so 3-4 Tage. Weil da ist ja wirklich noch nichts gefüllt hier. Nichts. Was machst du die ganze Zeit? Und was macht ihr hier? Ein Fass wird nicht reichen. Wir gehen alle drauf, wenn ihr nicht pumpt. Ich hab da freie Arbeiter. Hier sogar 2 Stück. Könnt ihr das mal mit höherer Prio machen? Weil wenn Wasser weg ist, ist Wasser weg.
Und dann arbeiten wir jetzt 24 Stunden. Das bringt nichts, wenn da kein Wasser nachkommt. Und auch hier gleiches Prinzip. Höchste Priorität, höchste Eisenbahn. Sollte man am besten noch mit dem Weg verbinden. Das kurz mal ausruhen. So, ihr müsst pumpen. Wir haben noch einen Tag. Und wir haben nur 450 Wasser. Boah. Also die legen es echt drauf an, hier drauf zu gehen. Jetzt kommt erst Wasser da... Wieso kommt jetzt erst Wasser darüber? Hä? Haben wir gerade ein Wassernachschubsproblem? So, da kommt auch Wasser rein. Und da kommt natürlich ein Weg hin. Warum fragt ihr? Ihr könnt alle pumpen, oder? 0,6 Tage haben wir noch. Und erst 500 Wasser. Ah, vielleicht weil alles in den See gelaufen ist, deswegen... Bekommen wir hier jetzt so langsam erstmal ein bisschen Flüssigkeit. Zum Glück noch vor der Faulwasserflut. Die hoffentlich kürzer geht. Ja, gleich beginnt's. Also ich muss gleich abschalten hier alles. 0,1 Tag. So viel rüber wie geht. Jetzt aber. Und gesperrt. Da kommt es ja auch schon. 20 Tage. Wie wollen wir die 20 Tage hier durchhalten? Begrenzung 2. Achso, 1 und dann vom 2. holt er sich's. Er geht leider nicht tiefer. Ja, tut mir leid, ihr Biber. Ihr müsst jetzt halt Wasser pumpen, was das Zeug hält. Je mehr in den Fässern ist, umso länger werdet ihr leben. Wäre zumindest die Hoffnung. Hier habe ich 33 Biber. Hier habe ich 12 Biber. Sind so viele hier draufgegangen? Karotten. Habt ihr hier alle Hunger? Das Karotten importieren wir. Oh, wann ist das passiert mit der Nahrung? Wir haben ja praktisch nichts mehr. So viel zu, das reicht. Ja, ohne Probleme reicht es. Na gut, wir können ja jetzt gerade anbauen, das heißt... Und abbauen, gar kein Problem, aber... Wir bräuchten mal eine kleine Ruhepause davon, dass sich die Wirtschaft wieder erholt. Genauso bräuchten wir hier mehr Farmfläche. Dynamit ist die einzige Lösung. Ich hab's immer gewusst. So, ja. Hohe Priorität, auch relativ hohe Priorität. Macht mal was für euer Bibergeld. Zumindest immer wieder bei 1k Wasser. Und die sind alle trocken jetzt. Super. Naja, sobald der hier verfügbar ist, kann der pumpen. Karotten kommen hier zumindest rein. Ja, die Farm geht leider nicht bis da rüber. Wir könnten natürlich hier ein bisschen was anbauen. Hilft hier jetzt alles nichts. Ich vertraue meinen Karotten. So. Wird schon irgendwie klappen. Gehört es noch zur Farm? Ja. Kriegen die hin. So, noch ein Arbeiter mehr. Den machen wir wieder an. Falls jemand Lust hat, von denen zu arbeiten. Naja, du hast keine Aufgabe. Ich weiß. Es tut mir auch ehrlich leid. Oh je. Mir nicht aufgefallen, dass wir beim Essen wieder so in die Bredouille geraten. Das heißt, wir brauchen 2 richtig große Lager mit Karotten.
Das kriegt man aber auch noch irgendwie unter. Ich glaube, das machen wir einfach daneben. Das finde ich ist eine sehr gute Idee. Wir machen das einfach daneben. Ja, kann sein, dass wir da noch ein bisschen mehr anbauen müssen. Hier zum Beispiel. Damit das mit dem Pfad ausgeht. Ansonsten könnten wir es auch stapeln, bis uns schwindlig wird. Ja, darauf würde ich erstmal verzichten, bis sie dann irgendwie mehr oder weniger finaler platziert sind. Oh, die arbeiten immer noch 24 Stunden am Tag, aber ja, gibt halt hier keine Möglichkeit. So, und das halten wir mal wieder an, dass das Wasser nicht da wegfließt, was es eigentlich nicht tun sollte. Verdunstet ja wahrscheinlich in derselben Rate. Ah, die kriegen die Fässer noch gefüllt und das ist das Gute. Das ist auch zwingend nötig, möchte ich mal so anmerken. Zumindest 4 Fässer voll. Besser als kein Fass voll. So, mehr Gemüse für mehr Biber. Die Karottensituation begeistert mich noch nicht. Also vor allem, wenn das Wasser dann wirklich versiegt, ist die Farm wieder platt. Und vorhin hat man 1000 Karotten auf Lager. Na, vielleicht hier nochmal ein paar Karotten dazulegen. Oh, das zählt fast nicht mehr ins Farmgebiet. Dann können wir die auch hier wieder für einen Abriss markieren. Und 2 Reihen können wir aber noch machen. So. Ja. Jetzt wird's, was es wird. Kann ja eh nichts ändern. Schon knapp mit den Karotten. Kann ich nicht noch mehr Arbeitsplätze hier machen? Beziehungsweise ihr könnt ja eine zweite Farm machen. In der Hoffnung, dass ihr das hier dann mit bewirtschaften, mit abbauen. Oh je, wir müssen eigentlich konstant Nahrung durchproduzieren. Ich hab doch extra gesagt, wegen der Nahrung mache ich mir keine Sorgen. Hätte das Maul nicht so voll nehmen sollen, ich weiß. Irgendwie kann man es auch sich selber jinxen. So, da kommen nochmal Karotten rein. Ohne Karotten läuft anscheinend nichts in der Kolonie. Na schön, das wird ordentlich flott gebaut. Da kann man sich gar nicht beschweren. Das wird aber keine 3 Tage mehr halten, oder? Das Wasserlevel. Nee, es geht ja jetzt schon zurück. So, ihr arbeitslosen Scheißerchen. Was machen wir denn jetzt mit euch? Die 2 auf jeden Fall anwerfen. Das ist angeworfen, das ist prächtig. Haben wir hier einen Arbeiter? Ja, dann kann der weiter Metall abbauen. Achso, ist voll, dann bringt's nichts. Dann bringt das auch nichts. So, ihr bewirtschaftet. Glaubt, die bewirtschaften. Boah. Also das mit den Karotten ist jetzt ein bisschen bitter. Theoretisch könnte man hier noch alles vollhauen mit Karotten. Ja, das ist nur so lange gut, solange das da ist. Und das wird, wie gesagt, keine 3 Tage mehr halten. Ja, wenigstens bauen die hier mit. Ist ja wenigstens etwas. So, hier haben wir jetzt wirklich null Fachkräfte.
Wieso pumpt ihr nicht? Glaubt, die sind nicht begeistert, dass sie 24 Stunden arbeiten müssen. Setzt das mal auf 20 Stunden herab. Zumindest hier wird sich Karottenlager die nicht auffüllen. 60%, 30%, aber die wachsen noch. Und die sind eigentlich gewachsen. Und das braucht 4 Tage. Na, guck mal, wie viel Planken wir haben. Das ist doch relativ hübsch. Und Zahnräder noch nicht so viele, aber ich glaube, die Fässer kosten ja einiges an Zahnrädern. Wie gesagt, da machen wir jetzt noch ein zweites Fass hin, nur um ganz sicher zu gehen. Das wird dann später entsprechend auch nochmal umsortiert. Vor allem, wenn wir die großen Bottiche irgendwo hinsetzen können. Obwohl es hat was. So könnte man auch die ganze Straße zupflastern. Ah nee, wir wollen ja mehr stauen und weniger in Fässern vorhalten müssen. Aber das kriegt man schon hin. Das kriegt man irgendwie schon hin. So. Holz nimmt definitiv ab. Hier wächst ja gerade auch nichts nach. Nicht so wirklich zumindest. Wieder 500 Karotten und noch 12 Tage müssen wir durchhalten. Ist ja schön, dass die Pflanzen hier gesund sind. Ich würde sagen, die priorisieren kurz mal um auf Ernten. Weil was hier schon bereit steht, sollte auch abgeerntet werden, bevor das dann wieder abstirbt. Ja, und die Farm ist hier definitiv zu klein. Ich erkenne das Problem. Hier oben könnte man eine schöne Farm bauen. Irgendwie. Schön sei dahingestellt, aber es wird irgendwie funktionieren. Ja, ja, da kommt auch Wasser rein. Und jetzt habe ich wieder Zahnräder weniger. Ich hab's genau gewusst. Dann nochmal hier deichen. Kriegt man die schöne Kante hin. Und so ungefähr stelle ich es mir dann vor. Müssen hier natürlich dann mit Dynamit auch wieder ein bisschen was abspringen. Naja, das kriegt man schon hin. Damit der Fluss auch breit genug ist. Vor allem tief genug muss er sein. Und ihr könnt nicht mehr pumpen. Das heißt, ihr dürft aber Wasser importieren. Deswegen haben wir die ganze Scheiße ja gemacht. Zehn Tage noch und 1400 Wasser, also ich will es nicht schon wieder jinxen, aber ich denke, mit dem Wasser kommen wir im Moment über die Runden. Mit der karottigen Situation habe ich zu kämpfen. Ja, ihr geht wieder auf den normalen Modus. Auf der anderen Seite... Gut, wir müssen wahrscheinlich hier tatsächlich Karotten anbauen. Die werden jetzt zwar verdorren, aber wir können uns das schon mal zumindest vormarkieren, dass wir hier die richtig ranklotzen lassen. Wie lange geht das? Noch ein bisschen. Bis hier ungefähr hoffentlich treffe ich's. Irgendwie so. Naja, fast. So, die eine dürfen wir wieder abreißen. Ja, mach mal die zwei, so und noch eine. Aha, so soll das aussehen. Und das reicht dann definitiv erstmal wieder an Karottenversorgung. Und dann können wir weiterdenken. Wieso bist du arbeitslos? Keine Aufgaben in Reihe. Ach so. Verzeihung. So, Aufgaben in Reichweite. Dann kommt hier zumindest ein bisschen Holz nach.
Okay. Karotten würde ich sagen. Keine Arbeiter im Distrikt verfügbar. Was machen denn alle? 10 Jungtiere. Oh, dann sind einige draufgegangen an Altersschwäche. Ja, Altersschwäche. Ein Glück nicht verhungert. Oder überarbeitet. 9 Tage noch. Zumindest das Faulwasser fließt gut. Was machen wir denn hier am sinnvollsten? Warum bin ich verschnupft? Es hat 27 Grad draußen. Bin doch nicht pollenallergisch. So, jetzt ist es verdörrt. Deswegen, ja, das geht ein. Ihr sollt es ernten, Jungs. So, dann pausiert der. Dann pausiert der. Und der. Und der. Ran an die Farmarbeit. So, da fehlt immer noch ein Arbeiter. So viel Holzfällerposten braucht man hier nicht. So viel Bäume hat es hier nicht mal. So, lass die mal nachwachsen. So, jetzt könnt ihr das aber hoffentlich ernten. Und ihr erntet tatsächlich jetzt erstmal. Jungs, wo seid ihr? Karotten sind reif. Wir haben schon wieder 300 verloren über Nacht im Lager. Na, wenigstens kriegen sie das halbwegs noch geerntet. Halbwegs. Aber Wasser ist gut. Da beklage ich mich erstmal nicht. Irgendwie müsste man das Wasser auch noch effizienter stauen. Oder überhaupt mal stauen. Arbeitskräfte und Holz hätten wir eigentlich dafür. Wir müssen halt hier wirklich anfangen, das hochgradig nach oben zu befördern, das Wasser. Also ich... Hier wahrscheinlich deutlich höher, damit steigt und steigt und steigt und dann... Ja, aber das bringt ja auch nur was hier als Reservoir. Wie groß macht man das denn? Ist halt jetzt die Frage. Wir können theoretisch hier von dem Weg... Ja, das kostet schon sehr viele Ressourcen. Hier einfach so einen Klotz, also so einen Turm hinzumachen. Wo das Wasser dann langsam hier runter plätschert. Vor allem müssen wir bedenken, dass das Faulwasser noch umgeleitet werden will. Immer diese interessanten Fragen. So. Altmetall. Ein neuer Stapel für Altmetall. Von mir aus dahin. So, Altmetall. Dann können die Jungs auch wieder anfangen zu arbeiten. Okay, wir haben das fast abgeerntet bekommen. Ist das nicht schön? So, dann können die auch pausieren. Bringt ja eh nichts mehr. Da können wir aber noch einen Stapel hinmachen. Hätten wir es gescheit gemacht. Ne. Naja, warum nicht? Noch ein Weg dazwischen, der nichts bringt. Sieht scheiße aus, wird irgendwann... Na, mit dem Schnupfen. Wird ja irgendwann hoffentlich besser. Dann... So. Nochmal Holz. Mehr Holz ist mehr gut. So, du baust auch hier schön ein. 14 Tage fürs Vertrocknen. Da sind wir zum Glück schneller.
Ansonsten Karotten gut, Wasser gut, alles gut. Aber dass man jetzt immer noch so Probleme haben, gut, unsere Biberpopulation wächst ja auch ständig. Wir wachsen, die Probleme wachsen mit wachsender Bevölkerungsanzahl, das ist auch klar. Aber das wird schon. Hier wirklich die Frage, ob man einen hohen Block machen. Dann können wir es direkt hinten eigentlich stauen lassen. Nur wie gesagt, es muss abfließbar sein. Das heißt, wenn wir hier eventuell eine Dreifachschleuse, können wir direkt einsetzen. Dreifachschleuse machen. So wäre der Plan. Dann müsste man natürlich gut hochbauen. Ach, das Problem ist, wie kriege ich das hier oben dicht? Die Deiche schwimmen ja nicht in der Luft, also. Ich kann das hier machen. Na, theoretisch müsste ich jetzt hier... Doch, das kann ich doch mit den Stufen realisieren. Nicht hier, sondern meinetwegen hier. Wenn man das jetzt so machen und oben auch noch draufsetzen. Ah, scheiße. Das müsste gehen. Ansonsten habe ich so ein Problem mit dem Faulwasser. Das ist ein Problem für später. Gibt bestimmt einen Mod, der das behebt. Ah, ich würde es gerne im Vanillaspiel hinbekommen, aber das finde ich schon schade, weil ich brauche unten einen Ablauf. Ich brauche unten den Ablauf. Nur so macht es in irgendeiner Weise Sinn. Mein, ich könnte mich durch einen Berg sprengen und da den Ablauf machen, aber warum kann ich hier nicht aufdeichen? Ah. Ah. Oder macht das mit dem Berg Sinn? Doch, da könnte ich ja theoretisch... Gibt es sowas wie Höhlen? Ich dachte, hier ist das gleiche Prinzip, dass es halt da irgendwo rauskommt. Aber vielleicht gibt es keinen Block, ohne dass darunter ein anderer Block ist. Dann gibt es gar keine Höhlen, dann weiß ich auch nicht, dann würde ich ja alles hier wegnehmen. Was das Problem dann wieder nicht behebt. Wir brauchen einen Ablauf unten. Ohne das geht schon mal gar nichts. Hm. Schade, dass man keine Deiche draufstellen kann. Wahrscheinlich nicht stabil genug. Muss mal Strategien anschauen im Internet, wie man das denn gescheit macht. So, aber zurück zur Kolonie. Ihnen geht's anscheinend prächtig. Zumindest den meisten. Boah, hier haben wir zumindest ein Jungtier. Zwei wissen schon nicht, was sie zu tun haben. Der soll doch Metall abbauen. Macht der auch. Und genauso der. Oh, der hat Durst. Ja, aber nicht gut. Er sollte mal was trinken. Also die Fässer reichten. Ja, das mit dem Schnupfen ist echt arg grad. Und hier braucht man noch ein anderes Fass, würde ich sagen. Die Fässer sind gut dafür, hier braucht man noch ein anderes großes. Und dann sind wir dürremäßig eben erstmal versorgt. Nahrungsmäßig, wenn das noch irgendwie am Laufen ist, auch kein Problem. Erstmal, bis wieder die Idiot so viel Häuser hinsetzt. Werd wahrscheinlich ich sein. So. Und ihr seid am Vertrocknen. Das gefällt mir aber nicht. Wasser kommt gleich nach. Nur noch 2,5 Tage. So circa. 2,3. Hier kann doch einer ordentlich abbauen. Hier kommt ja wahrscheinlich dann auch ordentlich Holz nach. Ja. Würd sagen, das passt. Wie viel Holz haben wir hier auf Lager? 95, das sollte auch für die meisten Bedürfnisse reichen.
So, Dynamit. Wie Dynamit? Mal näher damit befassen. Sprengstoffe aus Faulwasser. Und hierfür brauchen wir Stahl. Stahl können wir aber theoretisch machen. Können wir sogar freischalten. Was braucht es? 200 PS. Na, super. Dann irgendwie hier hin. Irgendwie kriegt man das schon runter. So. Meinetwegen hier, dann... Ne, da ist der denkbar schlechteste Platz. Wir müssen ja das auch irgendwie den Weg noch reinkriegen. Weg. So. Jetzt wird ein Stahlwerk draus. Und was braucht es? Altmetall, Zahnräder und Bretter. Das haben wir ja zum Glück alles vorrätig. Und dann haben wir hier einen Weg. Das geht natürlich nicht. Da müssen wir die Treppe wieder verschieben. Weil wir brauchen ja hier die Antriebswelle da unten drin. Und mit dem Stahlwerk können wir dann irgendwie Dynamit machen. Und dann brauchen wir noch eine Faulwasserpumpe. Die habe ich immer noch nicht, aber jetzt. Jetzt haben wir sie. Aha. Mal direkt mal da hinstellen. Hier. Nee, direkt darüber geht es anscheinend nicht. Dann machen wir doch auch hier nochmal eine Treppe. Pfade, ja. Pfade, gut. Und Faulwasserpumpe. Ja, nicht kontaminiert werden dadurch. Wo ist er denn? Bei Wasser. Kommt ja zumindest genügend nach. So. Und dann wahrscheinlich hier auch noch ein Bottich Faulwasser hin. Muss das ein großer sein, wird schon Sinn machen. Boah, was soll's. Biokraftstoff, Katalysator, Gegenmittel, Extrakt, Faulwasser. Und Faulwasserflut ist vorbei, ein Glück. Dann wieder hier kurz warten, bis da unten nur noch schöne blaue Brühe kommt. Jetzt. Und auf damit. Ich brauche alles Wasser, was ihr habt. Ah, schön. Schön. So, sie soll natürlich auch was bekommen wieder. Mach mal auf. Und es werde Wasser hoffentlich. Nicht zu sparsam damit. Die machen wir jetzt auch wieder an. Jetzt braucht der ganze See ja nicht zum Volllaufen. Jetzt läuft es nur ein bisschen voll. Das heißt, da sollte relativ früh jetzt was nachkommen. An Wasser ansonsten läuft es hier gut. Karotten so mittel, aber da haben wir hier genügend in der Produktion. Und sobald es hier anläuft, da auch wieder. Also die ganzen Wasserpumpen. Kann ich die nicht automatisch auch einschalten? Oh, das ist immer dämlich, hier das manuell machen zu müssen. Vielleicht gibt es da was, ich habe keine Ahnung. P drücken. Ah, P drücken. Gut, wäre jetzt derselbe Klick, ob ich es mit der Maus mache oder der Tastatur. Ist egal. So, dann pumpt mal fleißig, meine Jungs. Und auch hier, so langsam wird es Zeit. Ja, See füllt sich. Wird diesmal aber nicht ganz so schlimm sein. Und dann muss es hier nur noch über den Ufer treten, damit die mal was schaffen können. Und bitte nicht direkt die nächste Dürre. Lass mir mal 2 Tage extra Zeit. Das wäre jetzt richtig, richtig genial. Dann können sie mal die Speicher füllen. Natur erholt sich ein bisschen. Hauptsächlich die Speicher können sich füllen. Okay, der See verliert aber echt auch viel Wasser. Wird nämlich gern haben, dass hier mal was reinfließt. Dann
schließt man das doch einfach. Dann fluten ja zuerst die... Ja, das beim Schnupfen. Schließen wir zuerst den Bereich hier wieder unter Wasser an. Und danach lassen wir es in den See plätschern. Das muss ich hier erstmal initial füllen. Dann können die nämlich Karotten anbauen. Das ist ihre einzige Aufgabe. Baut so schnell es geht Karotten an. Priorisieren auf Aussehen. Und dann läuft es. Ja. Und noch kam keine Meldung, dass irgendwas ansteht. Das freut mich. Moment mal, ihr Pumpen habt die höchste Priorität. Zumindest eine hohe Priorität. Scheißegal, was sonst noch für Arbeiten anstehen. Farmen und die Wasserversorgung müssen halt stehen. Ja, so eine große Pumpe wird schon so langsam Sinn machen. Na, dafür braucht man halt Stahl. Altmetall haben wir nicht, aber das kann man doch leicht importieren. Import von... Wo ist es? Da. Altmetall. Na, was war das für ein Geräusch? Die Import hat funktioniert. Hoffe ich mal. Import funktioniert, Meldung. Hat erst gerade hier geklappt mit dem... Wieder alles anbauen. Gut, Wasser wird aber befüllt. Wasser wird hier auch befüllt. Wie ein Weltmeister sogar. Könnten hier gleich das zweite Fass hinsetzen. Dann sag ich mal noch Ressourcen abreißen. Ja, ja, wird schon passen. Und ein Fass draufsetzen. Zahnräder müssen wir wieder... Boah, ist echt schlimm gerade. Zahnräder müssen wir wieder importieren. Damit das was werden kann. Verfügt nicht über die erforderlichen Materialien. Keine Zahnräder. Ist ja alles verbraucht worden. Wo denn das? Wegen dem Ausgleich? Wieso sind hier dann so viele Bretter? Auch nur 128. Okay. Ja, ich meine, wir haben die Arbeiter. So, Bretter und Zahnräder. Bitteschön. Und ihr Holzleute dürft auch wieder arbeiten. Bisschen was steht ja zumindest an. 1,7 Tage bis Dürre. Ja, leck mich. Ah, die Pumpen in der Anzahl sind notwendig. Ich lasse die ausnahmsweise nochmal 24 Stunden arbeiten. Und sobald dann die Dürre beginnt, können sie mal wieder auf 16 Stunden runter. Kann ja jetzt auch nichts dafür, dass sie hier so von Umweltkatastrophen getroffen werden. Würde nicht sagen, dass sie selbst schuld sind. Aber irgendwie müssen sie es ausbaden, wenn sie leben wollen. So, da kommt auf jeden Fall auch nochmal Wasser rein. Und echt, was hat meine ganzen Zahnräder gefressen? Ach, wahrscheinlich der Bau von praktisch allem hier, ja. Naja, deswegen haben wir eigentlich die Produktion. Zwei könnten hier tatsächlich noch irgendwo mit anpacken. Könnten entweder Bretter machen. Ich glaube aber, wir können hier jetzt tatsächlich... 9 weitere versorgen. Mit der Wassermenge und hier mit der Menge an Karotten. Ja, sind weite Wege, aber bis zum Lager ist auch nicht so weit. Leert sich halt schon wieder. Sollte sich eher füllen als leeren. Es gibt natürlich auch Wachstumsperioden. Boah. Boah, ja. Altmetall kommt dran. Wunderbar. Müssen sie es nur noch bauen. Ach, der baut. Wunderschön. So, da braucht keiner im Moment reingehen. Verbleibender Kraftstoff 0%. Was denn für ein Kraftstoff? Achso, du brauchst du keine Energie von außen? Doch, aber du brauchst zusätzlich auch noch Holz. Ja, das verstehe einer, Baby. Na gut.
Ich würde sagen, wir warten noch kurz ab, um zu schauen, wie lange denn die Dürre dauert. 19 Tage. Das geht ja noch. Ich würde sagen, das geht ja noch so. Das machen wir hier schön wieder zu. Und dann würde ich tatsächlich sagen, reicht das schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.